Liebe Freunde, herzlich willkommen zur lang ersehnten Studiotour hier aus dem Odysseum. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch das Studio von Science of Gaming zeigen möchte. Ja, das ist ja unsere Sendung, die jetzt jeden Mittwoch um 20 Uhr auf Twitch und auf playnation.de läuft. Und ihr seht im Hintergrund schon unser super cooles Studio. Das zeige ich euch jetzt in dieser Studiotour. Und ich zeige euch natürlich auch jeden PC, den wir haben, wie das alles so ein bisschen funktioniert. Ein Blick hinter die Kulissen, was der Patrick überhaupt hier macht und so weiter. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Aber ich stehe gerade auf so einer Leiter und im Hintergrund sieht man das ungefähr. Ich bin auch ein bisschen dunkel, weil das Licht hier gerade noch nicht so richtig an ist, aber im Hintergrund sieht man schon einiges. Aber wir gehen einfach mal runter. Hier, da ist auch der Kevin. Hallo Kevin! Was machst du denn hier? Ich stehe hier nur so rum. Okay. So, also, hier seht ihr schon, wir sind im ersten Bereich und zwar ist das hier der News Desk. Ja, also hier werden wir dann immer, wie gesagt, die Spotlights leuchten gerade nicht, hier werden wir dann immer die ganzen Neuigkeiten vortragen und Spiel der Woche, wie man hier sieht. Ja, das ist in dem Fall FIFA, wird heute Abend dann was zu geben. Dann haben wir natürlich noch einen kleinen Kumpel, den zeige ich mal ganz kurz, den BB-8 und die super coolste Deko überhaupt, ja, unser Fallout-Männchen ist dabei und natürlich etwas zu dem besten Spiel überhaupt, GTA 5. Hier werden dann unter anderem ein Gast sitzen und hier sitzt dann der Ben heute Abend. Hier liegt auch schon sein Headset und seine Dispo. Das erkläre ich euch gleich, was das ist. So, dann geht es hier weiter rüber. Ich zeige euch das mal aus meiner Sicht, ja. Man sitzt dann, also ich sitze dann hier, ja, an meinem kleinen Schreibtisch, ne. Und da drüben seht ihr genau gegenüber, also hier stehen noch ein paar Leiter und so, das kommt aber noch, alles noch weg. Da drüben ist dann die Kamera, die mich zeigt und den Ben. Und hier ist dann das, was ich heute so zu tun habe hier. Ne? Ihr seht schon ein paar Sachen, aber ich möchte nicht viel zu viel verraten. Also wir haben das ein bisschen professionell gemacht diesmal. Ja. Das hat der gute Bronze alles hier vorbereitet. Deswegen muss ich ihn da auch nochmal loben. Der kommt auch gleich mal hier im Vlog zu sehen. Hier seht ihr dann das, was wir heute Abend in der Sendung dann auf den Laptop haben. Hier nochmal Aiden Pierce, ne? Der gibt mir dann seelischen Beistand, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Hier mein Headset. Und dann sitzt man ungefähr hier so, ne? Dann rede ich mit dem Ben, der da drüben sitzt. Da kann sich ja mal ganz kurz der Curry hinsetzen, um das mal zu demonstrieren. Ja, hör mal, ich bin der Ben, ne? Hallo. Ja, Ach so, das Mikro, das soll ich lieber nicht anfassen. Ne? Ich setze mich einfach hier. So, dann würde der Gast würde dann sitzen und den Stuhl nicht bewegen. Aber der sitzt dann da. Ne? So, genau. Also der Curry sitzt dann da, genau. Und das ist ja unser Gast. Also wäre unser Gast, der ist heute ja nur zur Unterstützung hier. Der ist leider heute nicht in der Sendung zu sehen. Aber mal gucken. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. So, also schön, dass du da bist, Curry. Du unterstützt uns heute einfach nur, ne? Ja, klar. Wir sitzen dann hier und quasseln. So, wie gesagt, hier mein Tisch auf dem Bildschirm. Der ist auch noch nicht so richtig eingestellt. Werden wir uns dann später sehen. Ist auch nur ein provisorischer Bildschirm. Da kommt auch noch ein 60-Zoll-Bildschirm hin. Ne, Quatsch. Also der ist wirklich provisorisch noch, aber kein 60-Zoll-Bildschirm kommt hin. Ja, so sieht das halt aus meiner Sicht aus. Wenn ich jetzt hier sitzen würde, würde ich im Beamer drin sitzen. Aber ist nicht so. Und wie gesagt, hier hinten haben wir dann immer auf der großen Leinwand wieder dann gezeigt, was wir denn gerade machen und worüber wir reden und so weiter. Da steuere ich alles von dem Newsdesk. Und wenn man hier weitergeht, ja, dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie das aus der Sicht aussieht. Ist bei der Kamera natürlich so eine Sache. Aber wir haben diese Kamera hier. Ja. Und dann geht es weiter. Hier, diese Kamera zeigt dann in den PC-Bereich. Das ist dieser hier. Und der Ben sitzt gerade einfach mal kackendreist an meinem Platz. Hallo, ich bin der Dennis. Hallo. Mensch, auch noch. Und hier unten ist noch eine Lücke. Da geht es in die Regie rein. Da muss der Patrick, da wird noch eine Hundeklappe eingebaut. Und ihr wisst ja, das ist meine Leidenschaft. Ne? So, da unten geht es dann durch. Genau. Und da wird der Patrick dann später aber eine richtige Tür noch haben. Also der wird nicht immer da durchlaufen. Der läuft dann einmal hinten rum. Das kann man ja auch später noch zeigen. Oder könnt ihr beim PZ-Video sehen. So. Wird auf jeden Fall noch zugemacht. Dann haben wir hier den Bereich vom Bronze und von mir. Wie gesagt, die Kamera zeigt ungefähr dieses Bild. Ja, im Hintergrund haben wir dann das Game, was wir in dem Fall spielen. Irgendwas ist jetzt gerade PlayNation. Und da ist natürlich die alte Piratenflagge vom Benno dabei. Die darf natürlich nicht fehlen, obligatorische Piraten. Ja, ja. Und der hat was unter seinem Schreibtisch, das zeigen wir jetzt aber nicht. Aber damit geht er mir schon seit Tagen auf und sagt, nicht zeigen, nicht zeigen. Das zeigen wir heute Abend in der Sendung. So, mal gucken, ob sich einer daran erinnert, was ich meine, wenn der Moment kommt. Okay, wir verraten nicht, was es ist. So, dann hier, wie gesagt, mein Schreibtisch, ne? Also unser Schreibtisch natürlich, der wurde selber hier gebaut. Das ist richtig cool. Genau wie der Newsdesk, die wurden selber hier im Odysseum gebaut, was ich richtig schön finde. Und das sind Unikate natürlich auch in PlayNation-Farben, rot und schwarz. So, natürlich zeige ich euch noch die super guten PCs hier von Hightech. Die haben uns einen Heideltraut-Rechner 1 und Nummer 2 geschickt. Ja, das sind die Babys. Haben eine Titan X drin, einen i7-Prozessor und 32 GB RAM. Das Ganze läuft mit Windows 10, ja, aber wir müssen es tatsächlich noch aktivieren, das sieht man ja da. Aber das ist das Baby. Also ich habe ja zu Hause auch so einen und ich finde ihn mega cool, ja.
Und das sage ich nicht, weil ich den entworfen habe, nein, sondern weil ich die wirklich sehr cool finde. Auch von den Farben her, die passen richtig gut hier ins Studio. Und ja, wie gesagt, ihr kennt den ja schon von meinem Video. Ist eine Titan X, wie gesagt, drin und die hat ordentlich Power. Und da werden wir hoffentlich schön die ganzen Games auf Ultra spielen können. Ja, und mal gucken, ne, ob das alles gut läuft. Juhu! Kleinen Test, Ben, pass auf. Ja, Ben, wie findest du denn das Spiel, was wir heute Abend spielen? Ach, das Spiel, so ein Spiel habe ich noch nie gespielt, die Beta. Okay. So, ne? Dann, wie gesagt, hier der Bildschirm. Das kann man, wenn ich jetzt so mache, seht ihr. Überall 4 von 5 haben wir genau. Spiel. Haben wir Spiel. So, dann geht es weiter rüber zum Konsolenbereich. Ja, da werden wir natürlich Gäste empfangen und die haben wir eine dicke, dicke, fette Figur von Titanfall am Start, ne? Und hier die ganzen Controller, wir haben insgesamt 8 Stück, also 4 Xbox One Controller und 4 PS4 Controller, die liegen noch da drunter, hier die Konsolen, ne? Seht ihr? Und dann sitzen wir hier auf der Couch, ne? Da unser Logo, das ist aber noch nicht das finale Logo, also schon, das Logo ist schon final, aber es wird noch in, schöner in die Wand eingearbeitet und hier wird auch noch schön dekomäßig was gemacht, also lasst euch mal überraschen. Und dann sitzt man ungefähr hier so mit seinen Gästen, ne? Ja, guck mal, schön hier eine Runde Rocket League spielen oder sowas. Und dann war es das auch schon. Ich kann ja noch mal ganz kurz zeigen, wie cool diese Aussteller eigentlich hier sind. Ja, die finde ich auch ganz cool, von GTA 5 natürlich. Dann wollte ich euch aber mal die Kameras zeigen, aus welcher Sicht. Also das sind wirklich richtig krasse Kameras, kosten so um den Schnitt 4.000 bis 6.000 Euro und die zeigt jetzt unter anderem die Sicht hier. Und da kann sich der Cory ja gerade mal mit dem Ben hinsetzen. Und die können mal einen kleinen Plausch machen, ja, damit die Leute das mal sehen. So, dann sitzen die beiden da. Okay, auf jeden Fall der Konsolenbereich. Dann haben wir natürlich diese Kamera hier, die habe ich noch gar nicht gezeigt. Da kann der Curry und der Ben sich ja auch mal ganz kurz an den PC setzen. News haben wir hier. Ja, hier mal. Hallo, ich bin der Dennis. Hier eine Haftbombe. Was geht mit so, aber das Licht ist nicht final, Leute, ne? Okay, danke schön. So, und jetzt kommt der Curry mal her. Der Ben setzt sich mal auf seinen Platz. Ja? Nein, Curry, du kommst mal her und hältst die Kamera jetzt genauso fest. Ich komme jetzt genau. Genauso festhalten. Genauso fest. Okay, ich halte sie fest. Mensch, oder? So. Oh, Moment. Das ist ja der Wahnsinn. Also, unsere Stühle, die sind noch unterwegs, die kommen aber noch. So, dann sitzt man hier und sagt dann, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier unser Spiel der Woche und bla bla. Und vielleicht hört der Patrick mich ja gerade in der Regie. Patrick? Ja? Mach mal das Licht an! Welches? Alles! Es kommt, auf. Es kommt. Oh mein Gott. 3, 2, 1, alles anmachen! Alles! Okay. Der Patrick muss noch, der muss noch ein bisschen üben. Also der Newstisch ist noch nicht an. Da wird nichts mehr heute. Ja, scheiße, wir müssen sagen, aus ganzer Linie versagt. Oh! Junge! Das ist schön ausblendet. Ja, auf jeden Fall bin ich gleich dunkel. Und ja, das ist auf jeden Fall unsere Sendung. Science of Gaming ist jeden Mittwoch um 20 Uhr. Heute Abend geht schon los, natürlich auf der wunderschönen Seite playnation.de und natürlich auf twitch.tv/dwert. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Studio empfindet. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke und bis heute Abend. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr dabei seid.